Uhr. Ich hoffe, man versteht uns gut. Herzlich willkommen aus der Stiftung Bremer Herzen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind bei unserem Webseminar zum Thema Herzgesundes Jahr 2023. Gute Vorsätze. Was kann man tun, um ein herzgesundes 23 zu erleben? Vielleicht dürfen wir uns erst einmal vorstellen in der Runde. An meiner Seite Frau Miriam Hambrecht, Motivationstrainerin, und wird uns gleich berichten, wie man Motivation erreichen und halten kann. So. Frau Nele Tiedemann auf der anderen Seite, Referentin des Stiftungsvorstandes, wird uns berichten von unserem Projekt Bremen läuft 10 2023. Und Sie kennen wahrscheinlich schon von den letzten Webseminaren Dr. Andreas Fach, leitenden Oberarzt hier bei uns in der Kardiologie. Mein Name ist Harm Wienbergen, ich bin Stiftungsprofessor der Stiftung Bremer Herzen. Wir würden es ähnlich machen wie bei den letzten Malen. Wir haben ein paar Dias vorbereitet. Wir haben im Wesentlichen zwei größere Blöcke. Und ich fange jetzt mal an, die Dias aufzurufen, und Sie können sich dann nach unseren Präsentationen, die in etwa jeweils eine Viertelstunde dauern, lautschalten, was in den Chat schreiben, und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir dann mit Ihnen in die Diskussion treten können. Also, gute Wünsche und Vorsätze für das neue Jahr. Ich hoffe, Sie sind alle gut reingekommen in das Jahr 2023, und dann wünscht man sich ja in der Regel, denke die meisten haben Ihnen das gewünscht, Gesundheit. Und wenn man sich Gesundheit wünscht, dann sollte man sich die Erkrankung anschauen, die die häufigste Todesursache in Deutschland ist, nach dem Statistischen Bundesamt. Und das ist die koronare Herzkrankheit, die KHK. Das bedeutet Engstellen oder Verschlüsse an den Herzkranzgefäßen, und das kann dann zu verschiedenen Folgeerkrankungen führen, zu Herzinfarkten, zu Herzrhythmusstörungen, zu Herzschwäche. Und was kann man tun, um diese Erkrankung, die KHK und auch Herzinfarkte, zu vermeiden? Nun, da gibt es einige Risikofaktoren. Der wichtigste ist wahrscheinlich das Rauchen. Ich weiß, das betrifft nicht alle von Ihnen. Aber es zählt auch das Passivrauchen, also wenn man sich dem Rauch von anderen Menschen aussetzt. Und es zählt auch die E-Zigarette. Hier hat Professor Münzel aus Mainz das schön dargestellt. Sowohl die E-Zigarette wie auch die Shisha, wie auch die klassische Zigarette führt dazu, dass man Herzinfarkte bekommt, dass man Gefäßverschlüsse bekommt, zum Beispiel an den Beinen. Sie kennen wahrscheinlich alle das sogenannte Raucherbein. Dass man häufiger Krebserkrankungen bekommt, insbesondere Lungenkrebs, aber auch HNO-Bereich, zum Beispiel Kehlkopfkarzinom. Und auch, dass man Schädigungen des Gehirns bekommt, vermehrt Schlaganfälle. Wieso ist das so? Weil in den Zigaretten ganz viele schädliche Stoffe sind. Sie sehen hier eine Auflistung. Dabei ist Formaldehyd, Nitrosamine, Nickel, Kobalt, Chrom, Blei, natürlich Nikotin, Feinstaub. Also Sie sehen, was da alles drin ist. Und das schädigt die Organe. Deshalb kann man statistisch ausrechnen, dass jede bis zum 60. Lebensjahr gerauchte Zigarette das Leben um eine halbe Stunde verkürzt. Oder anders gerechnet, Raucher haben im Vergleich zu Nichtrauchern eine um 15 Jahre geringere Lebenserwartung. Das sollte doch Motivation sein, mit dem Rauchen aufzuhören und sich auch keinem Passivrauch auszusetzen. Was kann man noch tun, um die KHK zu vermeiden? Nun, man kann Risikofaktoren messen und gegebenenfalls besser einstellen. Ich denke dabei an das LDL-Cholesterin und ich denke an den Bluthochdruck. Das LDL-Cholesterin, da könnte man eine ganze Stunde drüber reden. Im Wesentlichen ist es so, dass das LDL-Cholesterin das schlechte Cholesterin ist, das sich in der Gefäßwand einlagert. Sie sehen das hier rechts dargestellt und dann zu den Gefäßengstellen der KHK, zu Gefäßverschlüssen führt. Deshalb sollte das LDL-Cholesterin möglichst niedrig sein. Wie niedrig? Für die Normalbevölkerung, also Personen ohne Risikofaktoren, gilt, dass das LDL-Cholesterin unter 116 Milligramm pro Deziliter sein sollte. Wenn Sie eine Herzerkrankung haben, also Sie haben zum Beispiel einen Stent bekommen oder Sie hatten mal einen Herzinfarkt, dann soll das LDL-Cholesterin noch deutlich niedriger sein. Unter 55 Milligramm pro Deziliter empfehlen dann die internationalen Leitlinien. Wie kann man das erreichen? Ehrlich gesagt, es ist so, dass Sie dadurch gesunde Ernährung und Sport praktisch nichts erreichen können, weil das LDL-Cholesterin in den Zellen selber gebildet wird, in den Zellen produziert wird, größtenteils. Das heißt, wenn Sie das LDL-Cholesterin senken wollen, effektiv senken wollen, dann brauchen Sie Medikamente, die die Produktion des Cholesterins in den Zellen stoppt. Und dazu gibt es Medikamente wie die Statine, aber auch Ezetimib, Bempedoinsäure oder für die ganz schwierigen Fälle auch Spritzen gegen erhöhtes LDL-Cholesterin. Die heißen PCSK9-Hämmer oder Inclisiran.
Was kann man noch messen und besser einstellen? Den Bluthochdruck. Und das ist sehr effektiv. Das sehen Sie an dieser Darstellung und der Zusammenfassung von vielen, vielen Studien. Wenn Sie den Blutdruck um 10 mm Hg senken, dann reduzieren Sie Ihr Risiko für einen Schlaganfall um 27%. Sie reduzieren das Risiko für eine Herzschwäche um 28%. Und das Risiko für Tod insgesamt um 13%. Also eine sehr effektive Maßnahme, die Blutdrucksenkung. Und was, glaube ich, auch für viele motivierend ist, sie schützen dadurch ihr Gehirn. Hier sehen Sie, wenn Sie den Blutdruck intensiv gut einstellen, dann kam es in dieser Studie zu 17% weniger Demenz und zu 19% weniger milden kognitiven, also geistigen Abbau. Also wenn Sie den Blutdruck tief senken, dann schützen Sie Ihr Gehirn, dann kommt es zu weniger Demenz und geistigem Abbau. Wie niedrig sollte der Blutdruck sein? Man spricht von einem Bluthochdruck ab einem oberen systolischen Wert von 140 und einem unteren, sogenannten diastolischen Wert von 90. Darunter sollte Ihr Blutdruck auf jeden Fall liegen, also im besten so im Bereich 130 zu 80. Das sind so die empfohlenen Werte für die meisten Personen. Und wie kann man das erreichen? Auch da gibt es Medikamente, häufig in Kombination, verschiedene Namen. Viele kennen vielleicht die AT1-Blocker, die heißen Candesartan, Valsartan, oder die Calcium-Antagonisten, die heißen zum Beispiel Amlodipin und Nitrendipin. Aber beim Blutdruck ist es ein bisschen anders als beim Cholesterin. Da kann man auch viel durch den Lebensstil erreichen. Also wenn Sie ausreichend Sport treiben, Sie ernähren sich gesund, das heißt insbesondere nicht so viel Alkohol und salzarm ernähren und Sie reduzieren Gewicht, dann können Sie dadurch den Blutdruck deutlich senken und Sie können dadurch auch dann Medikamente zur Behandlung eines Bluthochdrucks einsparen. Damit sind wir also schon beim Thema Lebensstil. Der ist natürlich auch sehr wichtig, um eine KHK zu vermeiden. Es wird ein sportlicher Lebensstil mit gesunder Ernährung empfohlen. Sport ist ganz zentral für ein gesundes Herz. Wenn Sie viel trainieren, wenn Sie Sport treiben, dann lernt das Herz ökonomisch zu arbeiten. Die Funktion der Gefäße verbessert sich. Und wenn es einmal zu einer Schädigung kommt, dann ist die Reparatur der Gefäße auch besser. Zudem senken Sie andere Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Blutzucker und Gewicht. Und auch hier ist es so, dass Sie durch diese präventive Maßnahme zwischen Sport, Pflegebedürftigkeit, Demenz reduzieren können. Das ist eine statistische Darstellung, die zeigt, dass Menschen, die sehr trainiert sind, die fit sind, insgesamt ein längeres Leben haben und am Ende ihres Lebens eine kürzere Phase der Pflegebedürftigkeit im Vergleich zu denjenigen, die nicht fit sind, die untrainiert sind, die haben ein kürzeres Leben und am Ende ihres Lebens eine längere Phase der Pflegebedürftigkeit. Das heißt, Sport ist ganz wichtig, wenn Sie Pflegebedürftigkeit und auch geistigen Abbau reduzieren möchten. Was empfehlen die internationalen Leitlinien? Wie viel Sport? Die Leitlinien sagen, dass jede gesunde Person mindestens 150 Minuten gemäßigtes Training in der Woche treiben sollte. 150 Minuten können Sie mal rechnen, also 5 mal 30. Das heißt, fast jeden Tag, 5 Tage in der Woche, eine halbe Stunde. Das ist das, was die Leitlinien empfehlen. Was kann man noch tun bezüglich des Lebensstils? Sich gesund ernähren. Aber was soll man essen, um dem Herzen etwas Gesundes, etwas Gutes zu tun? Da gibt es einige Studien, die zeigen, dass insbesondere die sogenannte Mittelmeerkost, die mediterrane Diät mit viel Obst und Gemüse günstig ist für Herzpatienten oder um Herzerkrankungen vorzubeugen. Da gibt es, wie Sie hier sehen, einige Studien dazu. Die neueste Studie habe ich Ihnen mal mitgebracht, die CardioPrev-Studie. Das ist die hier aus dem Jahr 2022. Und die hat eine mediterrane Kost, das ist die rote Linie, mit viel Obst und Gemüse verglichen mit einer Low-Fat-Diet, also mit einer Diät, die wenig Fett, aber viel Kohlenhydrate hat. Und Sie sehen, die rote Kurve, also die mediterrane Diät, war besser, um schwerwiegende Ereignisse zu reduzieren, wie Tod, Herzinfarkt, Schlaganfall oder erneute Kathetereingriffe. Also diese mediterrane Kost mit viel Obst und Gemüse ist günstig für Herz-Kreislauf-Patienten. Was sich dabei auch zeigte und was immer wieder die Studien zeigen, ist, dass der sogenannte glykämische Index wichtig ist, dass der möglichst niedrig sein sollte. Was ist das? Glykämischer Index bedeutet, wie schnell der Blutzucker ansteigt, wenn Sie etwas essen. Also wenn Sie Traubenzucker essen, dann steigt der Zucker total schnell an im Blut. Und Sie haben einen schnellen Anstieg des Zuckers, der glykämische Index ist 100. Auch bei Weißbrot ist dieser glykämische Index noch relativ hoch. Wenn Sie hingegen Vollkornbrot essen oder erst recht bei Obst,
Apfel zum Beispiel oder Linsen, Hülsenfrüchte, Gemüse, dann sehen Sie, ist dieser Index niedrig. Das heißt, der Blutzucker steigt nur langsam und wenig an, wenn Sie Nahrungsmittel zu sich nehmen. Und das ist gut, um Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verringern. Und eins ist natürlich noch wichtig, wenn man über das Thema Ernährung spricht, die Ernährung soll kaloriengerecht sein. Das heißt also, Sie sollen eine Adipositas, eine Fettleibigkeit verhindern oder vermeiden. Wie können Sie das messen? Sie können ja heute Abend selber mal sich ein Maßband nehmen und dann Ihren Taillenumfang messen. Und wenn Sie dann als Frau unter 80 Zentimeter liegen, beziehungsweise als Mann unter 94 Zentimeter, dann sind Sie im optimalen Bereich. Wenn Sie hingegen einen Wert von über 88 Zentimeter oder über 102 Zentimeter haben, dann haben Sie ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko und Sie sollten schauen, dass Sie möglichst Kalorien reduzieren können, mehr Sport treiben, dass also die Energiebilanz günstiger wird und Sie eine Adipositas, eine Fettleibigkeit somit reduzieren können. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, damit wollte ich Ihnen so einen ganz kurzen Einstieg geben zum Thema, was kann man insgesamt tun, um seinem Herz im Jahr 2023 etwas Gutes zu tun. Und Sie sehen, da hat man selber relativ viele Möglichkeiten. Nicht rauchen, nicht aktiv rauchen, aber eben auch nicht passiv rauchen. Risikofaktoren messen und gegebenenfalls einstellen. Insbesondere denke ich da an das LDL-Cholesterin und an den Blutdruck. Und dann insbesondere auch einen sportlichen Lebensstil mit gesunder Ernährung praktizieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt schalte ich einmal die Freigabe ein und wollte einmal in die Runde fragen, ob es schon erste Kommentare oder Fragen gibt zum Thema Lebensstil, zum Thema Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich hoffe, man konnte alles gut nachverfolgen und nachvollziehen. Weiß nicht, ob sich schon jemand frei und laut schalten möchte. Ansonsten haben wir vielleicht auf unserer Runde etwas. Ich habe schon mal eine wichtige Frage haben. Das waren ja tolle Dias, die auch total anschaulich verdeutlicht haben, wie ist jetzt Cholesterin aufgebaut oder sind diese Studien? Wo hast du diese Abbildungen her? Und kann ich sowas nochmal in Ruhe nachlesen zum Beispiel? Das ist eine Steilvorlage zu unserem Buch, das die Stiftung Bremer Herzen geschrieben hat. Im Jahr 2021 können Sie auch gerne im Internet oder so schauen, gibt es das Buch Dem Herzinfarkt vorbeugen von der Stiftung Bremer Herzen. Und da sind genau diese Grafiken drin. Da haben wir zum Teil auch kurz Videos, da kann man mit dem Handy draufgehen und dann sieht man Videos wie zum Beispiel der Dr. Fach oder andere Mitarbeiter, was zum Thema Risikofaktoren berichten. Wir versuchen da, der Professor Hambrecht, ich, weitere Mitarbeiter versuchen da genau diese Themen, die ich eben so in ein paar Minuten versucht habe abzuarbeiten, viel ausführlicher darzustellen und zu erklären. Also da möchten wir Ihnen gerne das Buch Dem Herzinfarkt vorbeugen empfehlen. Das können Sie im Handel erwerben. Gab es eine erste Frage? Das war jetzt ja natürlich so auf die koronare Herzerkrankung und dem Herzinfarkt vorbeugen gemünzt. Gilt das auch für Vorhofflimmerpatienten? Ja, sehr schöne Frage. Vielen Dank dafür. Es gibt gute Daten, die zeigen, dass man die Rate von Vorhofflimmern reduzieren kann, wenn man zum Beispiel Sport treibt, also mäßig moderaten Sport. Wenn man also zum Beispiel von einer körperlichen Inaktivität zu einem mäßigen Ausdauersport geht, gibt es sehr gute Daten, die zeigen, dass man dadurch die Rate von Vorhofflimmern reduzieren kann. Ähnlich ist es zum Beispiel beim Bluthochdruck, den ich ja angesprochen habe. Der Bluthochdruck führt zu Veränderungen am Herzen, auch am Vorhof, die letztendlich dann zum Vorhofflimmern führen können. Das heißt also, wenn Sie den Blutdruck gut einstellen, dann reduzieren Sie Ihr Risiko für Vorhofflimmern. Wenn Sie eben Gewicht reduzieren, reduzieren Sie und wenn Sie sportlich aktiv sind. Also diese präventiven Maßnahmen zählen nicht nur für das Thema koronare Herzkrankheit, sondern auch fürs Vorhofflimmern. Es gibt natürlich immer wieder auch so Extrembeispiele, wo man eben sagt, eine krankhafte Fettleibigkeit beeinträchtigt auch die Atmung beim Schlafen zum Beispiel, macht dann sogenannte schlafbezogene Atemstörung, die dann eben auch die Häufigkeit von Vorhofflimmer-Episoden wieder steigern kann. Also insofern sehen Sie, dass diese Ratschläge und Tipps eben für Herzerkrankungen allgemein ganz gut und sinnvoll sind. Gibt eine weitere Frage, gibt es dann auch zu niedrigem Blutdruck? Finde ich auch ein ganz spannendes Thema, schon sehr, sehr speziell. Die meisten Studien ziehen darauf ab, zu hohem Blutdruck abzusenken. Und man hat tatsächlich auch Studien gemacht, wo man eben geschaut hat,
Wie ist denn die Effektivität von Blutdrucksenkung? Sind jetzt alle Absenkungen auch mit einem Profit für die Patienten verbunden? Und diese Kurve geht halt erstmal tatsächlich bergab und gibt dann aber tatsächlich auch wieder einen kleinen Anstieg, eine sogenannte J-Kurve, wo man eben sagt, ja, Blutdruck kann auch zu niedrig sein und dann eben auch wiederum die Durchblutung der lebenswichtigen Organe eben zu wenig und nachträglich beeinflussen. Das heißt also, ja, Blutdruck kann zu niedrig sein. Das heißt, da muss man auch als Hausarzt und als Patient messen und dann eben gucken, dass man entsprechende Medikationen auch anpasst. Ein ganz gutes Maß ist immer, dass es Ihnen selber als Patient auch gut geht, dass Ihnen nicht beim raschen Aufstehen schon schwindelig wird. Die allermeisten Patienten, die an niedrigen Blutdruck neigen, muss man sagen, haben aber meistens eben auch eine zu geringe Trinkmenge, sodass man sagen muss, da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Zu warmes Wetter, zu wenig getrunken und Blutdrucktabletten, das sind so Konstellationen, die sind jetzt für den Jahresanfang natürlich eher selten. Ja, da draußen haben wir gerade eher zu viel Wasser von oben. Die Temperaturen sind auch gerade nicht so sehr verlockend, dass man da draußen Sport macht, aber das ist eher so ein Thema für den Sommer. Aber grundsätzlich, ja, Blutdruck kann auch zu niedrig sein, muss man dann anpassen. Anders ist übrigens beim Thema Cholesterin. Das ist eine Frage, die man auch relativ häufig gestellt hat. Kann zum Beispiel das Cholesterin auch zu niedrig sein? Da ist es nicht so. Also da gibt es diesen Spruch, kann man fast sagen, the lower the better. Das zählt für den Blutdruck nicht. Also wie Dr. Fach eben gesagt hat, da kann Blutdruck eben auch mal zu niedrig sein. Beim Cholesterin ist es so, dass es eigentlich je besser ist, die niedrige senken. Also durchaus auf ganz niedrige Werte, 20 oder 30 Milligramm pro Deziliter, da sind keine Nebenwirkungen bekannt. Da ist eben ein gewisser Unterschied zwischen Blutdruck und LDL-Cholesterin. Es gibt noch eine weitere Frage. Wie oft und wann sollen wir denn jetzt Blutdruck messen? Kann man also. Das ist, ja, Sie merken schon, das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Das ist abhängig davon, was Ihr Arzt Ihnen darauf aufträgt. Ja, es ist sinnvoll, den Blutdruck täglich zu messen. Man kann das machen. Es gibt mittlerweile gute Geräte, die man auch für wenig Geld tatsächlich auch kaufen kann. Man kann solche Werte dann dokumentieren. Wo man darauf achten muss, ist, dass man das eben auch unter immer den gleichen Bedingungen macht. Blutdruck ist ja sehr variabel. Ne? Wenn man also vorher telefoniert hat und sich stark geärgert hat oder wenn man die Nachrichten geschaut hat, dann geht der Blutdruck hoch. Ja, deswegen sollte man Blutdruck halt tatsächlich in Ruhe messen. Das heißt, Sie setzen sich hin, brauchen eigentlich 3 bis 5 Minuten absoluter Entspannung, kein Telefon, kein Fernsehen, kein Radio, keine Zeitung. Und erst dann wird der Blutdruck gemessen. Dann sollte man ihn eigentlich auch 3-mal messen und dann den mittleren Wert davon bestimmen. Das ist die eigentlich wissenschaftlich korrekte Methode. Wenn Sie sich selber überprüfen oder auch wie das in Ihrer Hausarztpraxis normalerweise läuft, dann ist das natürlich immer eher so dem Tagesgeschäft angepasst. Man setzt sich hin, man misst den Blutdruck mit der Manschette, die ausreichend groß sein sollte, und dann wird der Wert bestimmt. Da gibt es noch eine Frage zum Thema Extrasystolen. Hilft ein gesunder Lebensstil auch beim Auftreten von Extrasystolen? Müsste man so ein bisschen zurückfragen. Es gibt ja verschiedene Arten von Rhythmusstörungen und Extrasystolen, wo die herkommen. Prinzipiell, also was für Extrasystolen es praktisch sind. Wenn Extrasystolen aus, es gibt relativ harmlose Extrasystolen, fangen wir mal so an, die jeder von uns hat und die kaum Krankheitswert haben. Aber es gibt auch Extrasystolen oder Rhythmusstörungen, die Ausdruck einer Herzerkrankung sein können. Und dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man einen gesunden Lebensstil führt. Wie ich Ihnen eben gezeigt habe, kann man durch gesunden Lebensstil das Herz insgesamt stärken und damit dann auch Rhythmusstörungen wie Extrasystolen reduzieren. Und Andreas, du bist ja unser Rhythmusexperte. Hast du da noch Kommentare zu? Ja, auch das Thema Extrasystolen ist ja ein sehr, sehr breites Thema. Ne? Die meisten Menschen spüren das ja eigentlich so in Ruhephasen. Ja? Jeder Mensch, auch wir vier, die hier gerade vor Ihrer Kamera sitzen, wir haben auch alle Extrasystolen, merken das aber eigentlich nicht im täglichen Geschäft, weil wir einfach schön abgelenkt sind. In der Regel merkt man sowas eben, wenn man abends zur Ruhe kommt, vielleicht mit dem Ohr auf dem Kissen sich befindet und dann den eigentlichen Puls auch spürt und hört. Insofern also Entspannung ist gut und wichtig. Auch da ist Training einfach wichtig, dass das Herz hier und da mal einen Extraschlag macht. Das ist nicht ungewöhnlich. Wenn Ihnen das auffällig ist, kann man da Langzeit-EKG-Untersuchungen machen, um das eben auch entsprechend besser bewerten zu können. Da kann Ihr Hausarzt Ihnen weiterhelfen oder schickt Sie dann eben auch zum Herzspezialisten, wenn der solche Geräte nicht zur Verfügung hat. Was bedeutet? Geht gleich in die nächste Frage über. Was bedeutet es, dass das Herz nicht im Sinusrhythmus schlägt? Der Sinusrhythmus ist der normale Herzrhythmus. Wenn man sich unser Herz so als Drucksaugpumpe vorstellt, haben wir 4 Herzkammern insgesamt.
Die sogenannten Herzvorkammern oder Vorhöfe sitzen den Herzhauptkammern aufgelagert und füllen die Herzhauptkammer wie so eine Art Turbolader. Und dieser Zweitakt wird durch den sogenannten Sinusrhythmus erzeugt. Das ist das Herz hat eine eigene Elektrik, praktisch einen eigenen Zündgeber. Und wenn dieser Zündfunke entsprechend kommt und übergeleitet wird, dann schlägt unser Herz im Zweitakt, dass die Vorkammer die Hauptkammer optimal füllt und die Hauptkammer das Blut dann aus dem Herzen auswirft und den Körper durchflutet. Wenn dieser Sinusrhythmus nicht mehr vorliegt, dann ist das Herz nicht mehr regelmäßig, sondern schlägt dann unregelmäßig. In aller Regel sind das Formen, die dann dieses sogenannte Vorhofflimmern verursacht werden. Das ist eine harmlose Rhythmusstörung und hat zumindest nach den wissenschaftlichen Analysen erstmal für die Lebensdauer keine Relevanz. Man lebt mit und ohne Vorhofflimmern oder auch mit und ohne Sinusrhythmus genauso lang. Wichtig ist, dass die Patienten eben diese Rhythmusstörung nicht spüren und dass sie im Alltag gut belastbar sind. Wenn es da Einschränkungen geben sollte, muss man eben auch schauen, ob man diese Rhythmusstörung behandeln kann und wie das dann geschieht. Okay. Ich würde sagen, Sie können sich ja sonst, wenn Ihnen noch weitere Fragen einfallen, das muss jetzt nicht immer so ganz genau zu dem Vortrag passen, können Sie die auch am Ende noch weiter mit uns diskutieren. Und wir würden dann einmal weitergehen zum Thema Motivation. Wir hatten ja gesagt, dass wir heute über gute Vorsätze sprechen möchten. Und da hat Frau Hambrecht ein paar Dias vorbereitet, bei denen wir mit Ihnen diskutieren möchten, wie man denn überhaupt Motivation erreichen und halten kann. Ich gehe ja gerade einmal hier drauf und schaue, ob das mit der Präsentation gut klappt. So. Jetzt müssen Sie wieder unsere Dias sehen können. Okay, und dann überspringen wir mal, dann geht es weiter mit Frau Hambrecht. Dann darf ich einmal übergeben. Schönen Dank, dass Sie heute da sind. Guten Tag an alle, auch von mir einen schönen Abend. Und ich will jetzt sprechen über Neujahrsvorsätze. Wer kennt das nicht? Man beginnt das neue Jahr voller Elan und guter Vorsätze. Mehr Gemüse, mehr Sport, nicht mehr zur Zigarette greifen. Der eine will eine neue Sprache lernen, der andere sich zum Tanzkurs anmelden oder auf die Osterinseln. Nur leider gilt, wo ein Wille ist, findet sich meist doch nicht immer ein Weg. 2/3 halten ihre Vorsätze nicht einmal bis Ende Januar ein. In meinem nun folgenden Vortrag werde ich folgende Fragen besprechen. Woher kommen Neujahrsvorsätze? Warum funktionieren sie nicht? Gibt es gute Neujahrsvorsätze? Und wie lassen sich gute Vorsätze einhalten? Neujahrsvorsätze zu fassen ist ein sehr alter Brauch. Einer Umfrage zufolge, die im November 2022 von dem Portal Statista veranstaltet wurde, gaben 49% der befragten Deutschen an, dass sie einen oder sogar mehrere Neujahrsvorsätze für das neue Jahr hätten. Damit zählen Neujahrsvorsätze sicherlich zu den beliebtesten Neujahrsbräuchen, die wir heutzutage praktizieren. Neujahrsvorsätze gab es schon vor über 4000 Jahren, zur Zeit der Babylonier. Und zwar gaben die Babylonier zum Jahreswechsel ein Versprechen an ihre Götter, dass sie Schulden begleichen wollen im neuen Jahr oder auch geborgte Gegenstände zurückgeben wollten. Man kann dies als Anfang unserer heutigen Tradition der Neujahrsvorsätze betrachten. Auch im alten Rom gab es solche Bräuche schon zum Janusfest, das war zum Jahresbeginn, dem Gott Janus gewidmet, versprachen die Menschen auch, indem sie Opfergaben dem Janus opferten, erbrachten, dass sie sich im neuen Jahr anständig verhalten sollten. Das heißt also, dass Verhaltensweisen bzw. wie verhalte ich mich richtig, für Menschen schon immer von großer Bedeutung war. Mit Vorsätzen versuchen wir einem Idealbild nahezukommen. Früher war das oft durch religiöse Normen geprägt. Und inzwischen ist das aber so, dass Neujahrsvorsätze oder Vorsätze generell eher dem Zweck der Selbstoptimierung dienen oder dem Wunsch, Normen zu entsprechen, sozialen Normen zu entsprechen. Die Zeit zwischen den Jahren eignet sich besonders gut, um innezuhalten, Bilanz zu ziehen und neue Ziele ins Auge zu fassen.
Doch der eiserne Wille verfliegt in der Regel schnell und die Umsetzung der guten Vorsätze wird verschoben. Es stellt sich also die Frage, warum jedes Jahr wieder dieses Theater? Die Forschung spricht hierbei vom Phänomen des sogenannten Fresh Start Effect. Das heißt, dass Menschen zeitliche Orientierungspunkte für Neuanfänge besonders attraktiv finden. Ein Beispiel hierfür sind zum Beispiel Marathonläufe, dass Menschen, die sich einem Lebensjahrzehnt nähern, bei den erstmaligen Marathon-Teilnehmern überrepräsentiert sind. Oder wenn man auf die Anmeldungen in Fitnessstudios schaut, so sind die Verträge, die im Januar abgeschlossen werden, überdimensional hoch im Vergleich zum Rest des Jahres. Ups, Entschuldigung. Termine, an denen etwas ändert oder etwas Neues beginnt, werden häufig als unsicher empfunden. Egal wie lange die Neujahrsvorsätze halten, kurzfristig machen sie uns glauben, dass das neue Jahr gehört uns. Eigentlich erscheint ja abnehmen, 5 Kilo abnehmen oder mehr Yoga machen oder die Zigarette vor dem Frühstück wegzulassen, eigentlich als kein nicht unrealistisches Ziel. Und trotzdem scheitern wir immer an den kleinsten Gewohnheiten. Die alten Gewohnheiten übernehmen ganz schnell wieder das Ruder. An was mag das liegen? Laut der Wissenschaft werden Neujahrsvorsätze zu viel, zu spontan und zu früh getroffen. Zu viel heißt, es wird sich einfach zu viel auf einmal vorgenommen und somit scheitert man auch schneller. Sie werden aus einer Laune heraus getroffen, das heißt, sie sind damit unrealistisch und auch nicht gut geplant. Oder sie werden zu einem Zeitpunkt getroffen, der eigentlich mit dem eigentlichen Leben, mit dem aktuellen Lebensfluss nicht übereinstimmt. Warum ist es so schwierig, sich zu ändern? Warum bleiben wir lieber auf dem Sofa sitzen, als uns die Laufschuhe anzuziehen? Das liegt vor allem daran, dass die Planung unseres sogenannten neuen Lebens mit den guten Vorsätzen nicht die Art und Weise mit einbezieht, wie unser Gehirn funktioniert. Unser Gehirn liebt Gewohnheiten, aber es liebt auch Routinen. Routinen bestimmen unser Leben. Das fängt an beim morgendlichen Kaffee, übergeht über den Arbeitsweg bis hin zum abendlichen Zähneputzen. Über 80% unserer Gewohnheiten bzw. unseres Tuns machen wir automatisch ohne nachzudenken. Das Gehirn strebt nach Routinen. Denken ist aufwendig und kostet das Gehirn Energie. Deswegen versucht das Gehirn, so viel wie möglich Abläufe zu routinieren. Das Lernen ist ein bewusster Vorgang. Wenn wir also etwas Neues hinzulernen, dann macht das unser Hirn ganz bewusst. Und zwar wird das gesteuert durch die Großhirnrinde. Durch mehrmaliges Wiederholen eines neu erlernten Vorgangs wird dieser Vorgang zur Routine und rutscht in eine andere Region unseres Gehirns, in eine tiefere Region. Und die gute Nachricht dabei ist, dass wir auch in Stressreaktionen den Weg zum Beispiel zur Arbeit finden oder das Zähneputzen nicht vergessen, weil das Gehirn dann automatisch diese Routine aktiviert. Die schlechte Nachricht dabei ist, dass alte Gewohnheiten, und so sagt das der Neurobiologe Gerhard Roth, den kennt vielleicht der ein oder auch die ein oder andere unter Ihnen, hier aus Bremen, dass schlechte Gewohnheiten außer Kraft zu setzen zu den schwierigsten Dingen überhaupt gehört. Das Gehirn ist zwar ein Apparat zum Lernen und auch zum Umlernen, also man kann auch Dinge, die gespeichert wurden im Gehirn, umprogrammieren, aber das Umlernen ist ungleich schwerer als das Lernen. Und das Gehirn selbst unterscheidet nicht zwischen guten und zwischen schlechten Gewohnheiten. Eingeschliffenes Verhalten ist eine Art Zucht. Erfahrung, bestimmtes Verhalten, also wenn Sie eine Erfahrung machen und bestimmtes Verhalten an den Tag legen, führt das Gehirn
führt das zu Belohnung. Das Gehirn fühlt sich belohnt und will diesen Vorgang möglichst wiederholen. Also beim Zähneputzen zum Beispiel, ich komme nochmal auf dieses Beispiel zurück, könnte Ihre Belohnung oder liegt unsere Belohnung darin, dass das Gehirn registriert, nun haben wir saubere, glatte Zähne und das ist eine Art Belohnung. Und deswegen gehen wir immer wieder in die gleiche Routine. Morgens und abends Zähne putzen. Man muss sich das vorstellen wie eine Wiese, über die Sie gehen wollen. Sie gehen einmal über diese Wiese mit hohem Gras und nachdem Sie die Wiese durchschritten haben, stellt sich das Gras wieder auf. Wenn Sie diesen Weg immer wieder gehen und immer wieder gehen, dann wird das ein kleiner Trampelpfad. Und je häufiger Sie diesen Weg gehen, desto mehr breitet sich dieser Pfad aus und wird irgendwann vielleicht zur Straße. Also mit jeder Wiederholung steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man Verhalten beibehält. Gewohnheiten sind generell Automatismen, die vollkommen unterbewusst ablaufen. Wenn Sie eine neue Idee haben oder wenn Sie über den Witz eines Freundes, einer Freundin lachen, dann aktiviert das in unserem Gehirn Segmente, im sogenannten präfrontalen Kortex. Das sehen Sie auf dem linken Bild und das ist dieser rot gezeichnete Bereich. Und dieser Bereich fokussiert Aufmerksamkeit und arbeitet mit willentlicher Anstrengung, also mit Bewusstsein, bewusst und langsam. Und das unbewusste System, das sogenannte limbische System, dort sind auch unsere Emotionen gespeichert, unsere Gefühle, kontrolliert unsere automatischen Verhaltensweisen. Es arbeitet ohne willentliche Anstrengung und die Prozesse laufen dort unbewusst und schnell ab. Also hier gehört zum Beispiel dazu das Atmen oder das Zurückschrecken, wenn jemand plötzlich hinterm Busch hervorspringt. Ich sage hier die Emotion, das wäre in dem Fall die Angst. Innerhalb des unbewussten Systems gibt es eine Art Nervengewebe, die sogenannten Basalganglien. Und dort werden unsere Gewohnheiten als ganz kompakte Information abgelegt, abgespeichert und in einer bestimmten Situation, dann, wenn wir das brauchen, die Art der Reaktion, greift das Gehirn darauf zurück. Für das Lernen von komplexen Operationen, also zum Beispiel, wenn Sie lernen, ein Auto aus der Einfahrt zu parken, dann bedarf das am Anfang, zu Beginn dieses Lernprozesses, besonders viel Hirnkapazität und es wird viel Energie verbraucht. Im Laufe der Zeit, wenn sich dieser Vorgang immer wiederholt, wenn Sie das also öfter machen, dann speichert das Gehirn dieses. Und ich sagte ja vorher, das Gehirn liebt Routinen, um Energie zu speichern und wird in den Basalganglien abgelegt. Für diese Prozesse werden zwischen diesen beiden Regionen, also zwischen der roten Region im linken Bild und der gelben Region im rechten Bild, Netzwerke gebildet. Und je öfter eine Handlung wiederholt wird, desto fester und dicker werden diese Netzwerke. Und am Ende müssen wir uns gar nicht mehr darauf konzentrieren, sondern die Dinge machen wir einfach unbewusst und spontan. Ich würde gerne mit Ihnen ein kleines Experiment jetzt machen, ganz kurz nur. Kreuzen Sie doch bitte mal Ihre Hände ineinander, die Finger ineinander. So, und jetzt versuchen Sie mal, den zuvor unten liegenden Daumen auf den oberen zu legen, also die Position der beiden Daumen zu wechseln. Und spüren Sie mal, wie sich das anfühlt. Also die neue Fingerhaltung, so ist das zumindest bei mir und wahrscheinlich auch bei Ihnen, die fühlt sich irgendwie nicht richtig an und ungewohnt. Und genau das ist, was passiert. Das Gehirn muss seinen routinierten Pfad verlassen, nämlich dass der rechte oder der linke, je nachdem, Finger oben liegt. Und damit das automatisch passiert, dass in Zukunft Sie die Fingerhaltung anders haben, würde es langer Übung und viel Zeit bedürfen.
Nun kommen wir zu Tipp 1. Ich habe 10 verschiedene Tipps für Sie vorbereitet, wie sich gute Vorsätze einhalten lassen. Also mit Blick auf die Funktionsweise unseres Gehirns. Denn ohne diese werden wir scheitern. Den ersten Vorsatz, den Sie einhalten sollten, ist, dass Sie sich die Frage stellen, will ich das? Und diese Frage kann man auch unterschiedlich betonen. Sollten sich fragen, will ich das, mit Betonung auf dem Will? Das heißt, ist es wirklich Ihr Herzblut? Steckt viel Leidensdruck in dieser Art des Vorsatzes? Ihr Ziel muss zu Ihnen passen. Es darf nicht etwa von außen kommen, wie das bei der Frage, will ich das? Also will ich das oder wollen das vielleicht, will das mein Partner oder meine Kinder oder mein Arzt? Also überlegen Sie, ob das Ihr Ziel ist oder aus Ihrem Umfeld. Und dann fragen Sie sich bitte auch noch, will ich das? Also will ich joggen oder will ich vielleicht lieber schwimmen oder etwas anderes machen, wenn Joggen die Sportart ist, die ich ganz schrecklich finde, dann sollte ich mich vielleicht lieber nicht zum Joggen mit den Freunden verabreden, sondern für mich eine geeignetere Sportart finden. Also nehmen Sie sich Zeit zur Ruhe und zur Selbstreflexion und überlegen Sie, was gut zu Ihnen passt. Dann kommen wir zum zweiten Tipp. In Studien hat sich gezeigt, dass sogenannte Annäherungsziele zum größten Erfolg führen. Was sind Annäherungsziele? Annäherungsziele sind Vorsätze, die etwas Neues in den eigenen Alltag oder eine neue Angewohnheit einführen. Ziele, bei denen es darum ging, etwas zu vermeiden oder mit etwas aufzuhören, waren hingegen weniger erfolgreich. Die Forschenden schließen daraus, dass schon die Formulierung von Neujahrsvorsätzen den Grundstein für Erfolg oder Misserfolg legen könnte. Wer seinen Vorsatz von ich werde aufhören oder ich werde vermeiden zu ich werde damit anfangen umformuliert, habe eine größere Chance, das Ziel zu erreichen. Vorsätze mit emotionalen und bildhaften Zielen zu verknüpfen. Also ein vernünftiges Weg von Verbot, wie zum Beispiel, ich sollte diese Flaschen Bier heute nicht mehr trinken, empfindet unser Gefühlssystem, unser limbisches System als Verlust. Deswegen ist es besser, ein Hinzu-Bild sich vorzustellen. Zum Beispiel, ich wache morgens auf, habe keine Augenringe, habe keinen Kater und werde topfit sein. Kommen wir zu Tipp 3. Formulieren Sie Ihr großes Ziel immer als Teilziele. Definieren Sie einzelne Meilensteine auf dem Weg zu Ihrem Ziel. Sie sollten immer das Ziel in einzelne Teilschritte zerlegen, weil das mehr anspornt. Nähern Sie sich Ihrem Ziel Schritt für Schritt an. Aus der Motivationspsychologie ist bekannt, dass Menschen mehr Elan entwickeln, je näher sie einem Ziel kommen. Man spricht vom sogenannten Goal Gradient Effekt. Das heißt, egal wie viel Energie man vorher verbraucht hat und wie sehr man sich verausgabt hat, auf den letzten Metern macht keiner mehr schlapp. Dann gibt man nicht mehr auf, sondern man gibt nochmal alles. Und die Motivation, ein Ziel zu erreichen, hängt also auch von der Distanz zum Ziel ab. Und je näher man diesem Ziel ist, desto motivierter wird man. Also angenommen, Sie haben sich vorgenommen, in den nächsten 3 Monaten 7 Kilo abzunehmen. Bis dahin ist es ein langer und auch hungriger Weg. Die ersten 2-3 Kilos putzen wahrscheinlich noch schnell mit Hilfe einer besonderen Diät. Aber danach heißt es durchhalten, durchhalten, durchhalten und hungern, Sport treiben und so weiter. Das Problem, das Ziel ist erst mit dem 10. abgespeckten Kilo erreicht. Kein Gramm vorher. Der Kick, dieser Goal Gradient Effekt, der sich dann einstellt, wird sich also erst ab dem 8. oder 9. Kilo einstellen. Und viele geben auf dem Weg bis dorthin schon vorher auf. Ganz anders bei Etappenzielen. Wer einen Elefant essen will, muss ihn in kleine Stücke zerlegen.
auch wenn Elefantenschützern und Vegetariern jetzt die Haare zu Berge stehen, der Merksatz verdeutlicht ganz einprägsam, worum es bei Etappenzielen geht. Etappenzielen nehmen einem fern, groß und unerreichbar wirkende Ziele den Schrecken, indem sie es in kleine Häppchen zerteilen. Also immer Meilensteine definieren. Wenn wir das zum Beispiel auf eine gesündere Ernährung beziehen, so muss man ja nicht seinen Lebensstil komplett und sofort umstellen. Man könnte ja mal mit einem kleinen Ziel anfangen, Step 1, dass man sagt, ab heute verzichte ich auf zuckerhaltige Softdrinks und ersetze diese durch Wasser und Tee. Der nächste kleine, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, wäre der nächste Step zum Beispiel, es gibt keine Mittagspause mehr beim Imbiss, sondern ich koche mein Essen selbst, bringe es von zu Hause mit und esse etwas Gesundes. Und so könnte man das weitermachen bis zu dem Punkt, dass man mit seiner gesunden Ernährung zufrieden ist, beziehungsweise vielleicht, das ist ja häufig gekoppelt, auch 5 Kilo abgenommen hat. Das Ziel mehr Bewegung. Man kann anfangen, indem man, das kommt natürlich immer von Ihrer Ausgangssituation, damit hängt das, darauf kommt es an. Aber man könnte zum Beispiel anfangen, immer die Treppe statt den Aufzug zu nehmen. Man steigt, wenn man die Bahn oder den Bus zur Arbeit nimmt, könnte man eine Station zuvor aussteigen und den Rest zu Fuß gehen. Oder man fängt an, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Oft bringen uns kleine Veränderungen den Ziel schon ein großes Stück näher. Und anstatt von jetzt auf gleich alles umzustellen, tut es auch gut, das Ganze erst langsam anzugehen. Wir alle wissen, es gibt nichts, was mehr beflügelt als Erfolg. Das heißt, wenn Sie sich kleine Etappenziele setzen, diese erreichen, erleben Sie einen Glücksmoment und dieser fördert Ihre weitere Motivation, Ihre Motivation weiterzumachen. Tipp 4, belohnen Sie sich. Dieser Tipp hängt ganz eng mit Tipp 3 zusammen. Belohnen Sie sich nach jedem kleinen erreichten Etappenziel. Natürlich ist es so, dass das Einhalten guter Vorsätze in der Regel fast automatisch eine Belohnung mit sich bringt. Also wenn ich jetzt anfange, regelmäßig Sport zu machen oder mich gesünder zu ernähren, wie Herr Wienbergen das zuvor beschrieben hat, dann habe ich anschließend vielleicht weniger Rückenschmerzen oder ich bin fitter oder ich habe auch eine höhere Lebenserwartung. Und man könnte meinen, dass es reicht, dass all das Gründe sind, um das ungesunde Verhalten abzulegen. Aber den Schweinehund zu übertrumpfen ist doch sehr schwer, weil das Problem besteht auch darin, dass Belohnung dieser Art oft längerfristiger Natur sind. Das heißt, der Effekt, egal wie positiv, liegt manchmal zeitlich zu weit weg von der auslösenden Handlung, um unser Gehirn zu überzeugen, weil unser Gehirn liebt kurzfristige Belohnung. Das kennen wir alle. Das ist der Zuckerschock vom gegessenen Donut oder das ist auch der Like in den Social Media, der ganz schnell kommt und Freude oder Motivation erzeugt. Und anstatt einem großen Ziel nachzueifern, eignet man sich selbst kleine Fortschritte an, für die man sich kleine Belohnungen ausdenkt. Damit geben wir dem Gehirn ein positives Feedback. Und darauf kann es aufbauen, auch weiterzumachen. Wichtig ist, dass man die Abstände zwischen den einzelnen Belohnungen vergrößert und auch die Art und Weise der Belohnung variiert. Sonst geraten wir wieder in den Gewohnheitseffekt und den wollen wir ja gerade ausschließen. Also wenn zum Beispiel das Ziel heißt, morgendlicher Frühsport in Form von Jogging, dann wäre es günstig, Sie stellen Ihre Joggingschuhe schon neben das Bett, damit Sie beim Aufwachen die Jogging-Schuhe sehen und das mit dem Laufen verbinden. Das muss am Anfang eingeübt und eingeübt werden, aber irgendwann wird das auch ein automatischer Prozess. Die schwammige Aussicht, dass Sie irgendwann schlanker werden, das reicht dem Gehirn nicht. Es muss sich lohnen,
Es wird ein Verlangen beim Gehirn erzeugt, warum es aufstehen soll und joggen soll. Und dafür muss es eine Belohnung in Aussicht haben. Das könnte in diesem Fall beim Frühsport ein schönes Frühstück sein. Andere schreiben auch gerne Listen und sagen zum Beispiel, nach 10 Mal dieses oder jenes tun, belohne ich mich selbst in Form eines Kinobesuchs, einer Massage, eines Ausflugs, wie auch immer. Überlegen Sie sich schöne Dinge, die Ihnen Freude machen und die Sie sich zu diesen besonderen Anlässen gönnen mögen. Formulieren Sie Ihre Ziele SMART. SMART steht für die Abkürzung, ist eine Abkürzung für die Wörter spezifisch, messbar, akzeptiert bzw. attraktiv, realistisch und terminiert. Wenn Sie einen Vorsatz gefasst haben, formulieren Sie diesen aus und halten Sie diesen vor allem auch schriftlich fest. Ihr Ziel sollte möglichst spezifisch, also konkret formuliert sein. Das heißt, anstatt das Ziel zu haben, ich möchte mehr Sport treiben, sollten Sie genau aufschreiben und genau festhalten, wann und was und wie oft Sie diesen machen möchten. Zum Beispiel, ich gehe jeden Samstag und Mittwoch um 16 Uhr schwimmen. Oder ich möchte, das wäre ein Step zu dem Ziel, nicht mehr Alkohol oder viel weniger Alkohol trinken. Ich möchte nur noch am Wochenende Alkohol trinken. Der zweite Punkt ist, dass das Ziel messbar sein muss, dass Sie überprüfen können, ob Sie Ihr Ziel erreicht haben. Es könnte zum Beispiel lauten, innerhalb der nächsten 4 Wochen gehe ich 2x20 Minuten pro Woche walken. Sie können also zählen, wie oft und wie lange Sie gewalkt sind. Dass das Ziel attraktiv sein muss, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, Stichwort Herzblut muss bei dem Ziel sein. Es muss realistisch sein, also Ihre Ziele müssen oder Ihr Ziel sollte erreichbar sein. Es darf Sie schon fordern, aber nicht überfordern. Gehen Sie von der Fahne und lassen den Vorsatz fallen. Stecken Sie also Ihre Ziele nicht zu hoch. Und der 5. Buchstabe T wie terminiert, das heißt, setzen Sie sich ein festes Datum, bis wann Ihr Ziel bzw. auch Ihr Zwischenziel erreicht sein soll. Ohne fixe Deadlines und Limits wächst die Gefahr zu prokrastinieren. Das heißt also, um das ganze Vorhaben auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben. Überspringen wir. Tipp 6. Identifizieren Sie im Vorfeld schon Stolpersteine, Hindernisse und Versuchungen, denen Sie ausgesetzt sein können. Sie sollten Misserfolge schon im Vorfeld einplanen. Der Weg ist holprig und hilfreich ist es da, Rückschläge schon vorauszudenken. Das heißt, sich für den Notfall zu wappnen. So könnte ich zum Beispiel festlegen, wenn ich mir das Rauchen abgewöhnen will, sobald ich das Gefühl habe, ich will wieder zur Zigarette greifen, rufe ich einen Freund an. Ermitteln Sie die Gründe, warum Sie noch nicht am Ziel angelangt sind und überlegen Sie ganz genau, wo Ihnen auf Ihrem Weg zum Ziel Stolpersteine liegen könnten. Und dieser Tipp 6 verbindet sich auch mit der nächsten Folie, und zwar den sogenannten Wenn-Dann-Plänen. Diese Technik wurde von dem Motivationspsychologen Peter Gollwitzer entwickelt und sie sind eine Formel und praktisch eine Handlungsanweisung, wie Sie ein Hindernis überwinden können und wie Sie in einer entsprechenden Situation handeln können, ohne lange überlegen zu müssen. Wenn-Dann-Verknüpfungen sind tief im menschlichen Handeln verankert. Unzählige unserer Reaktionen sind genauso programmiert. Wenn etwas passiert, handeln wir auf eine bestimmte Art und Weise. Das macht es Ihnen leicht, weitere Auslöser und Handlungen zu etablieren. Ihr Gehirn ist mit dem Konzept vertraut, wenn auch meist unbewusst. Tipp 7. Visualisieren Sie Ihr Ziel. Wir wissen, Bilder können das Unbewusste erreichen. Stellen Sie sich also Ihr Ziel auch in Form eines Bildes, eines einprägsamen Bildes vor. Wichtig ist es, das Ziel, das man erreichen will, auch jeden Tag zu wiederholen oder mehrmals am Tag auch zu wiederholen. Suchen Sie ein Bild, das Ihnen helfen könnte, mit Ihren Vorsatz mit Freude zu entwickeln. Ein Bild, das Ihre Emotionen anspricht.
Möchten Sie zum Beispiel das wieder in das Kleid vom letzten Sommer passen? Hängen Sie es sichtbar irgendwo hin oder machen Sie ein Foto dazu? Fotos sind übrigens generell geeignet, zum Beispiel auch als Bildschirmschoner im Handy oder im Laptop. Also machen Sie sich, versuchen Sie, ein Bild entstehen zu lassen von Ihrem Ziel. Fassen Sie Ihr Ziel in klare Worte und schreiben Sie es auf. Damit steigt auch das Gefühl der inneren Verpflichtung. Ein kleiner Zettel am Kühlschrank appelliert ans schlechte Gewissen oder der Hinweis am Naschschrank hält Sie vielleicht auch von der Schokolade ab. Hilfreich sind den Psychologen zufolge auch sogenannte Erfolgstagebücher. Das sind Tagebücher, in denen Erfolge und Misserfolge festgehalten werden und damit messbare Ergebnisse geschaffen werden. Tipp 8, treten Sie ins Scheinwerferlicht. Wenn wir mit anderen unsere Vorsätze teilen, beziehungsweise andere unsere Vorsätze mitteilen, fühlen wir uns plötzlich nicht nur uns, sondern auch ihnen gegenüber verantwortlich, dieses Ziel möglichst zu erreichen. Teilen Sie also Ihre Vorsätze mit Freunden und Familie oder machen Sie diese öffentlich. Das spornt an und erinnert Sie nebenbei immer wieder an Ihre Ziele. Diese Menschen können Sie dann auch unterstützen, wenn Sie mal ein Motivationstief haben. Je mehr Menschen Bescheid wissen, umso geringer sind Ihre Chancen auf Ausrutscher, dass Sie sozusagen unter Kontrolle sind. Suchen Sie sich Verbündete. Gemeinsam Vorsätze einhalten fällt meist viel leichter als alleine. Suchen Sie sich deshalb jemanden, der ähnliche Ziele verfolgt. Sie können sich gegenseitig motivieren, wenn der eine mal einen Durchhänger hat, gemeinsam Sport machen, gemeinsam Gutes tun oder gemeinsam auf ungesunde Gewohnheiten zu verzichten, kann dabei helfen, die Vorsätze auch dauerhaft umzusetzen. Wir haben für Sie da einen sehr guten Tipp, das wird Ihnen gleich noch meine Kollegin Frau Tiedemann näher bringen. Und ich kann Ihnen wärmstens empfehlen, dass Sie diesen Tipp auch wahrnehmen. Regelmäßige Termine verpflichten dazu, auch dann hinzugehen, wenn man eigentlich keine Lust hat, fällt es viel schwerer aufzugeben. Und zudem, das kann für den einen oder anderen auch wichtig sein, kann man sich in der Gruppe beweisen und zeigen, dass man mithalten kann. Tipp 10, was ist, wenn nun doch der Schweinehund gerade die Oberhand über hat und wie reagieren Sie darauf? Sie sollten auf keinen Fall permanent mit einem schlechten Gewissen herumlaufen, sondern sich sagen, gut, Schweinehund, du bist heute da, aber morgen geht es weiter. Sprechen Sie mit Ihrem Schweinehund, nehmen Sie ihn ernst und sagen Sie aber, ich werde dich auch besiegen. Insofern ist Geduld auch der beste Weg. Sie müssen also eine Portion Geduld auch mitbringen und sich selbst ein eigener Freund und nicht als Feind begegnen. Gehen Sie locker um mit Rückschlägen und begraben Sie nicht gleich frustriert alle Pläne, wenn es einmal nicht klappt. Regelverletzungen muss man sich erlauben, davon geht die Welt nicht unter. Danach gilt allerdings hinfallen, aufstehen, Krone richten und weitergehen. Misserfolge kommen bei jedem Vorhaben einmal vor. Den richtigen Umgang mit einem Misserfolg können Sie sich aber auch schon zuvor überlegen. Sehen Sie eine Krise auch immer als Chance? Überlegen Sie sich, warum es zum Misserfolg gekommen ist, warum Sie an Ihrem Vorsatz einmalig gescheitert sind. Wenn das häufiger vorkommt, müssten Sie vielleicht das Ziel hinterfragen oder auch die Methodik ändern. Generell erfordert das Umsetzen guter Vorsätze immer ein hohes Maß an Selbstkontrolle und Disziplin. Und sicher ist es so, dass der Zeitplan da auch nicht immer kongruent sein ist mit dem angestrebten Ziel. Aber akzeptieren Sie, dass es zu Rückschlägen kommen kann, lassen Sie aber den gesamten Vorsatz nicht durch einen einzigen Misserfolg ins Wanken geraten. Bleiben Sie also dran. Für die Umsetzung eines Vorsatzes gibt es vor allem eine richtige Strategie. Hier muss nämlich jeder selbst herausfinden, was für Sie oder ihn wann und wie funktioniert. Es gibt also kein allgemeines Patentrezept. Diese 10 Tipps, die wir gerade zusammen durchgegangen sind, die können Sie auch verstehen als Blumenstrauß und Sie ziehen sich die Blume heraus, die gut zu Ihnen passt. Im besten Fall sind es alle 10.
Grundsätzlich gilt, wenn Sie diese Ratschläge beherzigen, stehen die Chancen nicht schlecht, dass Ihre guten Vorsätze zumindest den Februar überleben. Gesundheitspsychologen halten Neujahrsvorsätze generell für eine gute Sache. Die Reflexion über sich selbst und sei ein erster Schritt, um Dinge zu verändern. Mein persönlicher Rat an Sie wäre, wer es nicht auf Anhieb schafft, soll nicht verzweifeln. Denn genau genommen bieten sich im nächsten Jahr 365 Chancen, Ihr Leben zu verändern. Silvester ist dafür im Prinzip nicht besser oder schlechter geeignet als irgendein anderer Zeitpunkt. Und ich wünsche Ihnen bei all Ihren Vorhaben viel Erfolg und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und damit übergebe ich wieder an Sie. Sehr schön. Vielen Dank, Frau Hambrecht. Das war ein voller Überblick zu verschiedene Punkte. Ich habe mir auch ein paar Sachen notiert für die eigene Motivation. Wahrscheinlich auch einige von Ihnen. Gibt es Fragen? Da können Sie sich gerne laut schalten, wenn Sie zum Beispiel was zu Ihren eigenen Motivationsstrategien sagen möchten. Ich schaue mal eben in den Chat, ob es dort Fragen gibt. Ich glaube gerade nicht. Ansonsten würde ich nämlich auch tun, wir hatten gerade eine Steilvorlage zum Thema, man kann, wenn man zum Beispiel Sport treiben möchte, geht es viel leichter, wenn man das mit anderen zusammen macht oder wenn man auch gewisse Anleitung bekommt. Und dazu haben wir ein Angebot für Sie und das wird uns jetzt Frau Nele Tiedemann, die Stiftungsreferentin, noch etwas näher bringen, nämlich unsere Aktion Bremen läuft 10. Die haben wir ja schon durchgeführt und die werden wir auch in den letzten Jahren und die werden wir dieses Jahr wieder in Präsenz durchführen. Frau Tiedemann, können Sie uns das kurz vorstellen? Genau, also ich würde gerne den Tipp von Frau Hambrecht, Tipp 9, Verbündete suchen, gerne aufgreifen. Und zwar möchte ich die Chance nutzen, Sie darauf hinzuweisen, aber vor allen Dingen auch Sie darauf einzuladen. Wir haben wieder unser Lauf-Event Bremen läuft 10 und es ist auch zurück im alten Format. Vielleicht kennt es auch schon jemand von Ihnen. Ansonsten würde ich es aber kurz nochmal erklären. Es würde nämlich wieder losgehen. Wir bieten ein kostenloses 10-wöchiges Lauf- oder aber auch Walking-Programm an und das wird begleitet mit professionellen TrainerInnen. Das heißt im Genauesten, dass jetzt ab sofort die Anmeldung dafür wieder losgegangen ist. Sie können sich bis zum 9. April anmelden. Sie finden die Anmeldung auf unserer Website. Dafür müssten Sie wirklich einmal auf die Website gehen oder aber auch uns anrufen. Wir helfen Ihnen da sehr gerne. Sich einmal anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos, also einzig und allein eine Startgebühr von 10 Euro fällt an. Und dann geht es nämlich los am 23. April. In einer Auftaktveranstaltung im Bürgerpark, da treffen wir uns dann alle. Und am 24. beginnt dann schon das Training. Sie würden quasi dann davor in der Anmeldezeit in eine Trainingsgruppe eingegliedert werden. Die lernen Sie dann am 23. kennen und am 24. beginnt dann schon das Training. Alle Infos kriegen Sie aber auch, nachdem Sie sich nochmal angemeldet haben, per E-Mail. Also Sie brauchen jetzt gar keine Angst haben, jetzt nicht die wichtigsten Informationen mitzubekommen. Und dann endet die ganze Aktion am 2. Juli, kann Ihnen das schon einmal ein bisschen visueller aufzeigen, mit einem Abschlusslauf im Bürgerpark auch. Es geht eben über 10 Wochen und am Ende wollen wir 10 Kilometer gemeinsam mit Ihnen laufen. Die ganze Aktion richtet sich vor allen Dingen an Personen, die noch ein bisschen eine Starthilfe brauchen, um zum Sport sich zu motivieren oder auch wieder sich zu motivieren. Vor allen Dingen aber auch Menschen, die unter Übergewicht leiden oder aber auch kardiovaskuläre Vorerkrankungen haben, sind bei uns auf jeden Fall herzlich willkommen. Das wird vorab in der Anmeldung nämlich auch abgefragt und dann wird der Trainingsplan daraufhin ausgerichtet. Also braucht man keine Angst haben. Das ist wirklich auf die einzelnen Bedarfe wirklich und Bedürfnisse ausgerichtet. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie zahlreich mitmachen. Und wie gesagt, jetzt geht die Anmeldung los. Am 9. schließt das Ganze. Und dann am 23. treffen wir uns im Bürgerpark und es geht los. Ich zeige Ihnen nochmal unsere Seite. Ist einfach unter www.bremer-herzen.de. Da finden Sie unter Aktion quasi unser Lauf-Event. Da kann man sich dann anmelden und sonst werden wir Sie aber auch über unsere Social-Media-Kanäle darüber noch weiter informieren und wir freuen uns, wenn Sie alle kommen. Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung.
Also nochmal kurz, das zur Wiederholung. Wenn man selber sagt, vielleicht ich möchte da teilnehmen, ist aber gar nicht besonders sportlich, muss man irgendwelche Voraussetzungen erfüllen, also zum Beispiel gewisse sportliche Leistungen mitbringen oder sowas, um sich da anmelden zu können? Absolut nicht. Also es sind wirklich keine Vorkenntnisse oder sonstige Leistungen irgendwie, die mitgebracht werden müssen. Einzig und alleine sind Sportschuhe und der Wille, sich mit Gleichgesinnten zu bewegen, und dann sind sie genau richtig bei uns. Wir können ja schon auf eine eigentlich fast eine ganz lange Tradition von dieser Veranstaltung zurückschauen. Und ich habe ganz viele Punkte von Miriam Hambrecht da auch wiedergefunden. Ja, den inneren Schweinehund, die Gruppe. Ich fand auch den Elefanten total toll, den man erstmal klein machen muss, weil es dann leichter verdaulich und bekömmlich ist. Genau so ist dieses Trainingskonzept auch angelegt. Es wird also jeder nach seinem individuellen Trainings- und Fitnesszustand in Gruppen sortiert. Wir hatten schon Patienten nach Knieoperationen, die auf einmal dann 10 Kilometer mitgelaufen sind. Wir hatten Menschen mit schwerem Übergewicht, die teilgenommen haben. Wir können nach all den Jahren immer noch auf Gruppen zurückblicken, die sich immer noch verabreden und gemeinsam laufen. Und insofern kann man einfach nur sagen, das ist eine tolle Gemeinschaft, die da entsteht. Und am Ende muss man sagen, schafft man das eben auch, den kleinen 10-Punkte-Plan dann umzusetzen und tatsächlich langfristig zu implementieren, um das Gehirn zu überlisten und eben auch gewisse Routinen zu entwickeln. Ja. Und man kann eben tatsächlich sehen, dass es den Menschen gut tut und dass sie auch Jahre später immer noch davon profitieren. Also eine ganz tolle Sache. Ich habe das auch schon mehrfach anschauen und auch schon mitlaufen dürfen. Also insofern kann ich ja sagen, teilen Sie das fleißig. Auf der Internetseite, in Social Media, wenn Sie uns noch nicht folgen, dann klicken Sie da drauf und verteilen das auch in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis und teilen diese Informationen auch dieser Veranstaltung. Heute wird ja aufgezeichnet, sodass man die auch dann nochmal in Ruhe anschauen kann und vielleicht auch den ein oder anderen Tipp von Miriam Hambrecht dann für sich nochmal reflektiert und umsetzt. Und toll ist natürlich auch, dass wir das jetzt wieder in Präsenz machen können. Ich habe es kurz angeklungen. Wir haben ja als Online-Formate versucht, in den letzten 2 Jahren, die durch die Pandemie ja geprägt waren. Aber wir freuen uns natürlich sehr, dass es jetzt in diesem Jahr wir wieder wirklich mit einem Auftaktlauf und mit einem Abschlusslauf wirklich in Präsenz machen können. Das macht wirklich viel mehr Spaß, und da möchten wir Sie ganz herzlich einladen, daran teilzunehmen. Okay. Jetzt haben Sie so die letzte Chance, hätte ich fast gesagt, noch einmal sich laut zu schalten und mit uns diskutieren, Fragen zu stellen. Wir wollten also einen Bogen spannen. Ich habe Ihnen am Anfang etwas berichtet, warum es wichtig ist, zum Beispiel körperlich aktiv zu sein, nicht zu rauchen, einen gesunden Lebensstil zu pflegen. Dann hat Frau Hambrecht Ihnen dargestellt, wie man mit verschiedenen Strategien, Motivationsstrategien selber versuchen kann, Motivation zu erreichen, Motivation zu halten. Und Frau Tiedemann hat Ihnen am Ende gezeigt, dass wir ein Angebot für Sie haben, wenn Sie gemeinsam mit uns körperlich aktiv werden möchten, die Aktion Bremen läuft 10, die dann bald startet und bei der man sich eben jetzt schon anmelden kann. Bei unserem nächsten Webseminar, was am 2. März stattfinden wird, wieder ein Donnerstag, wieder um dieselbe Zeit, 17 Uhr, haben wir deshalb auch noch mal das Thema Sport, werden wir etwas ausführlicher noch behandeln. Das Webseminar wird heißen Frühjahrsmüdigkeit überwinden. Wir werden etwas ausführlicher noch auf körperliche Aktivität, auf Sport eingehen. Dann natürlich auch noch einmal die Veranstaltung Bremen läuft 10 genauer erklären. Und wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn wieder viele von Ihnen dabei sind. Ich glaube, wenn es keine Kommentare aus der Runde oder von Ihnen gibt, möchten wir uns dann herzlich bedanken für die Teilnahme heute und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Wiedersehen aus der Stiftung Bremer Herzen. Tschüss.